Wir sind jetzt hier. Keine Frage. Wer sich diese Brücke genauer ansieht, müsste eigentlich wissen, wo wir uns befinden. Wir hatten es uns so gewünscht, Venedig zu erleben. Und nun sind wir da. Im ersten Feuer der Begeisterung urteilen wir nicht. Wir lassen uns im Gegenteil besiegen von den Reizen der Stadt. Und sie reizt immer wieder und sie lockt und lockt. Wir können dieser Lockung nicht widerstehen und filmen, was das Zeug hält. Ich habe nur eine Actionkamera mitgenommen, wollte mich ihren Reizen widersetzen. Aber Venedig ist eine versucherische Stadt. Und so ist ihr Gesetz die Illusion. Und Illusion ist die ewig währende Liebe zu dieser Stadt, die die Menschen aus aller Welt bewegt, scharenweise über sie herzufallen. Ob die Venezianer glücklich sind über die nicht enden wollende Menschenmasse? Oder gucken sie genauso böse wie ihr Wappentier? Wir konnten ein kleines Hotel in Cannareccio buchen. Somit haben wir das Glück einzutauchen in die Architektur von Venedig, sie nicht nur von außen mit Erstaunen zu betrachten. Das Hotel ist nicht groß, es ist auch kein Palazzo. Dafür ist es aber sehr gemütlich. Kommt einfach mit und begleitet uns auf dem Weg in unser Zimmer. Hier geht es zum terrassenförmigen Innenhof. Da ist wohl jemand etwas kaputt. So haben wir jeden Tag kaputt. Aber heute waren wir unterwegs von 9 bis 6 Stunden. Nach solch einer Gewalttour braucht man einfach ein schönes Bad. Am nächsten Morgen stehen wir früh auf, weil wir auf den Campanile wollen. Zu dieser frühen Stunde sind die Straßen noch leerer und wir kommen gut voran. Außerdem gehen wir abseits der Hauptstraßen. Geht mit uns und genießt das unverwechselbare Flair der Stadt. Da ist er, der Campanile. Ohne ihn ist kein Venedig. Er ist wie ein Mast auf der Barke Venedig in der Lagune. Wir brauchen nicht anzustehen
und sind in wenigen Minuten mit Hilfe des Fahrstuhls ganz oben. Wow, welch ein Anblick! Hier kommt und geht die Architektur zwischen zwei Wassern, zwischen dem Wasser der Lagune und dem Wasser des Himmels. Da die Kuppeln von San Marco. Je zu zweien halten sie sich das Gleichgewicht. Und die ungerade Zahl 5 ist zwischen ihnen als Zeichen der Verschiedenheit. Welch ein Häusergebimmel! Und der Canal de Grande, der sich wie eine Schlange durch die Stadt bewegt, hält sich versteckt. Wir fahren wieder hinab und machen Platz für die anderen. Außerdem haben wir heute noch einiges andere vor. Wir wollen mit dem Vaporetto von der Wasserseite her die Stadt ansehen. Für die Venezianer ist das Vaporetto eins der öffentlichen Verkehrsmittel. Wir haben uns eine Touristenfahrkarte für 3 Tage gekauft. 40 Euro pro Person. Aber diese Ausgabe hat sich gelohnt. Nicht nur, dass die Fahrt mit dem Vaporetto uns manchen Weg abkürzt. Nein, so haben wir die Möglichkeit, vom Wasser aus den Zauber der Stadt zu erleben. Allerdings herrscht über die Wasserpaläste so manche allersüßeste Lüge. Was ist hinter diesen Mauern, diesen Fenstern? Aber wozu das Gewebe der Illusion zerreißen? Man weiß ja, wie es ist. Wir genießen die Lust des Augenblicks. Und schon sind wir am Haltepunkt in der Nähe unseres Hotels angekommen. Und jedes Mal beeindrucken uns diese schmalen Straßen. Wir gönnen uns im Hotel eine kleine Verschnaufpause. Jetzt wollen wir zu den Anlegeplätzen der so viel besungenen Gondel. Den Weg dorthin wollen wir mit allen Sinnen so richtig genießen. Wir wissen schon, dass die Existenz von Venedig stark gefährdet ist. Besonders auch durch die vielen Kreuzfahrtschiffe. Aber was wir hier beobachten können, Motorboote ohne Ende. Die Gondel, das Wahrzeichen von Venedig, wirkt sehr
verloren. So ganz schuldlos sind die Motorboote vom Dilemma Venedigs sicher nicht. Wenn sie dann zum Transport notwendiger Güter benutzt werden, ist es unumgänglich. Aber wir haben auch anderes gesehen. Genug gesehen. Nachdenklich gehen wir weiter. Wir wollen ja auch noch zu den Gondeln. An die Pontons gebunden, legen sich die Gondeln, berühren einander im Rhythmus eines langsamen und ruhigen Atems. Eines langsamen und ruhigen Atems? Nein, davon kann überhaupt keine Rede sein. Die Gondel und Venedig. Romantik pur. Was ist davon übrig geblieben? Liebend gern würde ich ihn fragen. Aber ich kann leider nicht Italienisch. Nein, das ist nichts für uns. Wir gehen einfach weiter. Und je weniger man weiß, wo man ist, je weniger man weiß, wo man hinkommt, umso reizvoller ist der Ausgang, wo das Vergnügen sich mit der Überraschung schmückt. Aber ein bestimmtes Ziel haben wir noch. Als Liebhaber der Bonetti-Filme nach Donna Leons Romanvorlagen suchen wir die Filmkulisse für die Questura, dem Polizeigebäude, in dem sich Kommissario Bonettis Arbeitsräume befinden. Unser Weg führt uns am Arsenal vorbei. Auch eine Filmkulisse aus Bonetti-Filmen. Weiter geht die Suche. Eine Besonderheit, die es wohl nur in Italien gibt. Das Büro der Kommunistischen Partei direkt neben einem Heiligenbild. Hier hat Venedig einen anderen Charakter. Dieser Weg führt durch einen Park, direkt zum offenen Wasser. Der Zauber Venedigs beflügelt Helmut, eine Szene nach der anderen zu drehen. Und ich muss mich mit einem Selfie begnügen. Aber wir müssen weiter. Durch enge Gassen und gefühlte 1000 Brücken.
Aber jetzt haben wir die Stelle gefunden. In allen 20 Filmen kommt Brunetti über diese Brücke oder steigt hier aus dem Polizeiboot. Wir erfreuen uns an dieser Illusion und lenken unsere Schritte zurück ins Hotel. Es ist schon spät geworden und die Nacht senkt sich langsam über Venedig. Tagestouristen haben die Stadt verlassen. Unser Urlaub ist zu Ende. Wir machen Platz für die nächsten neugierigen Besucher der Stadt Venedig.